Heute der Test ist eine Multifunktionsklebefolie von Casapura und einfach gesagt eine mobile Tafel. Das ist eine Folie, die man mit Kreide beschreiben soll irgendwo hinkleben kann. Hatte ich bis dato jetzt noch nicht, habe das jetzt bekommen und natürlich getestet. Ich habe erstmal überlegt, was kann man überhaupt eigentlich damit machen und mit einer Tafel, weil normalerweise hat man eine Tafel und dann überlegt man überhaupt nicht, was man mit einer Tafel machen kann, weil die Tafel hängt halt einfach da. So, dadurch, dass das Ding jetzt aber mobil ist, indem man das überall hinkleben kann, musste ich erstmal überlegen, was man damit eigentlich machen kann. Und ja, wie gesagt, dann habe ich schon ein paar Ideen gehabt und einwandfrei. Also die Tests kommen jetzt werden im Anhang, ich habe die jetzt schon gemacht, werden dann sozusagen im Video als zweites dann erscheinen. Aber ich kann mal vorgreifen. Also einmal habe ich das als Schreibtischunterlage für unseren Sohn genommen, dass der sozusagen an seinem Computertisch, wenn er sich mal was schreiben will oder wenn er einfach nur eine Information hat oder im Internet, wenn er dann surft und sich irgendwas aufschreiben will, dass er einfach sich unter seinem Tisch oder auf dem Tisch quasi hinschreiben kann. Und ja, und dann wieder wegwischen kann. So wie früher so dieses Zauberbrett, was man gehabt hat, wo man was schreibt, dann tschat und dann war es wieder weg. So, das war das Erste. Dann zur Beschriftung von Gläsern, weil, na klar, kann man das auch mit normalem Stift machen, aber dann muss man die Dinger ja wieder abmachen und neu draufkleben. Mit der Vorteil bei so einem Kreideding ist natürlich, dass man mischt es einfach ab und schreibt es neu drauf und der Aufkleber quasi dann, also die aufgeklebte Tafel, die kann dann auf dem Glas verweilen und einfach wird immer nur geändert, weil manchmal ändert sich ja auch, was in dem Glas ist. Also von daher, das war das Zweite. So, dann ganz normal an den Kühlschrank dran, wenn man sozusagen aufschreiben will, was jetzt im Kühlschrank fehlt, damit man, bevor man einkaufen geht, im Endeffekt kurz an seine Tafel guckt, sagt, ja, okay, Eier. So, also jedes Mal, wenn im Kühlschrank was fehlt, einfach direkt am Kühlschrank draufschreiben und einwandfrei. Ja, und als Namensschild ist es auch möglich, war einfach nur mal ein Test. Der Test ist deshalb entstanden, weil es steht ja in der Produktbeschreibung, an glatten Flächen hält das. Und ich mag da so die Grenzen eines Produktes auszuloten und deswegen habe ich auch einen Test gemacht, der zum Ziel hatte, die Folie einfach mal eine stinknormale Rauffaser zu machen, wo ja normalerweise kleine Aufkleber oder sowas besonders intensiv und fest halten. Und den Test habe ich auch gemacht, das Video kommt dann auch. Ich greife vor, damit es jetzt im Gesamtkontext sich besser erzählen lässt. Es hält an der Rauffaser. Es hält an einer ganz normalen Rauffasertapete, wunderbar. Und ich habe es jetzt abgemacht und wieder dran gemacht. Es hat auch gehalten. Wirklich gut. Weiß nicht, wie die das gemacht haben mit diesem Klebestoff oder was. Aber der Klebestoff, hier sieht man ja auch, hält einwandfrei, schön fest. Und es war auch nicht die halbe Rauffaser wieder dran. Also hat auch an der Rauffasertapete geklappt. Das heißt, eigentlich an allem halbwegs festen Sachen, egal ob so unten hingelegt oder seitlich oder in Bewegung, hat die Folie überall gehalten. Hinten sind solche Vierecke drauf, also so ein bedrucktes Ding, damit man das wirklich akkurat dann auch Vierecke schneiden kann. Wenn sie jetzt wirklich auch mal für besondere Anlässe als Tischläufer, wo man dann draufschreibt, sozusagen wer dort sitzt, oder in anderen Sachen, oder jetzt auch im geschäftlichen Umfeld, wenn das dann eingesetzt wird als Tafel, kann man das dann wirklich schön gerade machen. Ich habe hier also ein bisschen frei Schnauze überall rumgeschnitten, einfach weil ich das Ding testen will. Und ja, also das ist auch sehr gut. Die Folie lässt sich relativ einfach lösen. Und also ist jetzt kein großes Gefriemel und haftet halt wirklich sehr, sehr intensiv. Ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt nach 2-3 Monaten das wieder abmachen kann und nochmal wieder dran machen kann. Also glaube nicht, man bezahlt ja 20-30 Euro für so eine große Rolle, also sollte man nicht davon ausgehen. Keine 20-30 Euro, sondern ich habe gerade nachgeschaut, 12,99 Euro die Rolle. Aber wenn man jetzt bei der Installation Fehler macht, zum Beispiel eine kleine Blase da drin hat, nochmal abmachen und wieder dran, das funktioniert einwandfrei und dann bleibt die Folie da auch kleben. Also von daher muss ich sagen, wie gesagt, schaut euch jetzt die Tests an. So, da wollen wir mal
das Glas hier beschriften und zumindest die Folie versuchen, ob man das sozusagen als universell einsetzbares Beschriftungssystem nutzen kann. Also von der Folie hier ist echt total viel da. Also man kennt es halt nicht so gut, aber gut, steht ja da in der Produktbeschreibung, wie viele Quadratmeter das sind. Ja, gucken wir mal. Lässt sich immer relativ einfach lösen. So. Gut. Schief, egal. Wir wollen ja nur testen. So. Mitgeliefert ist so eine kleine Packung Kreide. Tee. Einmal frei. Dann zeig mal eine neue Tafel. Ja, schreib weiter. Es ist eine sehr deutsche Version, aber... Wieso? Schön. Ist gut. Alles klar. So, jetzt habe ich das mal eine vertikale Fläche gemacht, einen Kühlschrank, so wie es ja eigentlich sein soll wahrscheinlich, oder wie ich es normal vermutet hätte. Und ja, also da ist natürlich, hält es bombenfest, gibt es überhaupt nichts. Und lässt sich aber auch ablösen. Ich hatte beim Dranmachen eine Luftblase gehabt. Also hab das nicht ordentlich abgerollt. Entsprechend musste ich das wieder abmachen und nochmal sozusagen abrollend dranmachen. Und das hat funktioniert und es hat genauso geklebt. Also dieser Klebestoff ist durchaus mehrfach, zumindest jetzt innerhalb der einmaligen Installation. Ob man das jetzt in einem halben Jahr abmachen kann und irgendwo anders nochmal dran pappen kann, das weiß ich nicht. Vermute ich mal nicht. Ja. So. Jetzt wollte ich mal testen, wie das abgeht überhaupt, dieses Kreideding. Also ich habe dafür einmal einen feuchten Lappen und einmal dieses von so einem Whiteboard, dieses Ding da. Also das weiß ich nicht, ob das funktioniert, also ich vermute mal nicht. Ja, das tut einfach nur sich verschmieren. Und feuchten Lappen wird dann entsprechend, genau, mit einem feuchten Lappen geht es einwandfrei. Also, ja, braucht man da nicht extra irgendwie was zu holen, irgendwie einen speziellen Schwamm oder so für die Folie, sondern einfach nur einen ganz normalen Haushaltslappen, einen feuchten, und ja, wunderbar. So, jetzt mache ich mal einen unfairen Test. Ich versuche mal eine ganz gewöhnliche Raubfasertapete, also an glatten Oberflächen hält es alles wunderbar, da gibt es gar nichts. Ich versuche das jetzt mal an eine Raufaser. Das ist natürlich vom Hersteller nicht angegeben, dass das funktioniert. Das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ich will bloß mal probieren, testen. So. Hallo. Hallo. Ah ja, beim Schreiben ist es natürlich, Kreide ist abgebrochen. Also es ist keine unkaputtbare Kreide, sondern die Kreide kann auch abbrechen. Test. Ja. Ja. Naja, es ist halt, man sieht ja, das ist halt nicht gleichmäßig, weil halt durch das Hoch und Runter der Raufasertapete ist das die Schrift halt, aber zu erkennen ist es. Und, also man kann das durchaus, mal sehen, ja, also, ist doch relativ fest am Dings, also es rutscht nicht hin und her, also scheint auch in der Raufasertapete zu funktionieren, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, also top, da gibt's gar nichts, ja, wunderbar. So, woran ich gar nicht gedacht habe, natürlich beim Abmachen. Mal sehen, ob die Raufasertapete jetzt mit dran hängt oder ob sich das auch wieder lösen lässt. Also,
Ja, lässt sich lösen und es hängt ja auch gar nichts von der Raufasertapete mit dran. Also das ist, und das ist auch noch richtig schön, also es ist noch richtig kräftig, klebt das hier. Also wunderbar, es ist auch eine Raufasertapete, absolut zu empfehlen. Also hätte ich jetzt so nicht gedacht, muss ich sagen. Also wie auch immer das Klebeding hier hinten funktioniert, aber einwandfrei. Es ist auch so ein kleines Päckchen Kreide mitgeliefert. Man kann aber natürlich auch einen Kreidestift benutzen. Das ist das, was ich jetzt hier da auf meinem Kopf habe. Das ist mit einem Kreidestift gemacht. Auch der funktioniert natürlich für alle kreideartigen Sachen auf der Tafel einwandfrei. Also von daher muss ich sagen, also wirklich innovativ. Und also das ist eine Sache, ich könnte mir vorstellen, dass sowas genau wie Backpapier oder wie Silberpapier, dass das einfach in jedem Haushalt eigentlich dazugehört, weil man es wirklich überall dran machen kann, beschriften kann und es halt so universal ist, dass man das immer wieder abmachen kann und drauf machen kann. Und zumal schwarz, ich als Mann mag die Farbe schwarz viel mehr, als wenn ich solche weißen Aufkleber habe, und ist halt auch in jeder beliebigen Größe quasi machbar, auch als Tischunterlage für Kinder jetzt. Also einwandfrei, muss sagen, bin sehr begeistert, 5 von 5 Sternen und auf jeden Fall ein ganz, ganz klarer Kampf.